Ach, der Malte, das ist der, der Argumente immer abwägt und bei dem man gar nicht kommentieren muss, weil er immer ziemlich ausgewogen über Whisky spricht. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte Talks Malz. Ich bin Malte. Heute gibt's mal wieder ein kleines anderes Video, nämlich fünf Hot Takes über Whisky, also Aussagen, über die man vielleicht trefflich diskutieren kann. Und ich würde sehr gerne, dass ihr genau das tut. Also schreibt unten in die Kommentare, was wäre euer Hot Take, was ist eure Zustimmung oder Ablehnung zu meinen fünf Hot Takes. Ich bin sehr gespannt. Fangen wir an direkt mit dem ersten. Erster Hot Take ist, Whisky ist viel zu teuer. Ja, vielleicht etwas, wo wir alle so ein bisschen übereinstimmen, aber ich finde wirklich, man muss das mal deutlich an dieser Stelle benennen und vielleicht widersprechen mir auch einige und sagen, du denkst ja über ganz viele Dinge nicht nach. Aber Whisky hat so eine Preissteigerung hingelegt, dass das nicht daran liegen kann, dass wir eine Inflation haben, die etwas höher ist, etwas ist gut, aber die höher ist als sonst durchschnittlich, oder an Transportkosten oder. Ganz ehrlich, da wird bei einigen Konzernen auch wie in anderen Bereichen mächtig abgesahnt gerade. Zum Beispiel Diageo, ja, Cal Ila 25 von 100 auf 400 € oder noch mehr hoch. Das ist Quatsch, ja, da sollen wir abgezogen werden und das muss man auch mal relativ deutlich benennen. Das ist mein vielleicht noch nicht ganz so diskutabler erster Hot Take. Whisky ist wirklich viel zu teuer. Beim zweiten wären wir vielleicht schon etwas strittiger und das wäre: Schottischer Whisky ist nicht der beste Whisky, beziehungsweise nicht per se von sich aus immer der beste Whisky. Das ist mir in den letzten Jahren immer klarer geworden, seitdem ich selbst mich auch, ich sag mal, geöffnet habe gegenüber anderen Whiskys, anderen Ländern. Und ich meine damit auch nicht unbedingt die klassischen Whisky-Länder, ja, also schottischer, irischer Whisky, amerikanischer Whisky, japanischer Whisky, da finde ich schon super, wer ist der Beste? Wer soll das überhaupt festlegen? Ja, aber darüber hinaus finde ich, muss man auch mal ganz klar sagen, zum Beispiel wäre vielleicht ein eigener Hot Take, ich pack's hier mit rein, deutscher Whisky ist unglaublich gut geworden. Ja, guckt euch an, was bei St. Kilian passiert, was bei Elsbörn passiert, was bei der Sauerländer Edelbrennerei passiert, was bei vielen anderen, auch kleineren Brennereien passiert. Die machen mittlerweile einen richtig guten Whisky und das hat wenig mit dieser alle deutschen Whiskys sind Obstler-Mentalität zu tun. Das ist mittlerweile einfach Quatsch. Es ist wirklich Unsinn, das zu sagen. Und ich finde, da gibt es einiges, was mit spannenden schottischen Whiskys mithalten kann. Man muss ja nicht immer alles eins zu eins vergleichen, aber man kriegt außerhalb von Schottland eine geniale Qualität und schottischer Whisky an sich ist nicht auf jeden Fall der bessere Whisky. Der dritte Hot Take beschäftigt sich nicht explizit mit schottischem Whisky, sondern mit Single Malt Whisky. Mein Hot Take hier wäre, Blends können genauso gut sein wie Single Malt Whisky. Ganz simpel, ja, nur weil Grain Whisky drin ist, der auch toll sein kann und weil es ein Verschnitt verschiedener Destillate ist, muss es nicht schlechter sein. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Natürlich gibt es billige Blends, die scheiße schmecken, aber es gibt auch Scotch, der furchtbar schmeckt und günstig ist. Ja, also Scotch Single Malt. Woher kommt das? Ich habe keine Ahnung. Und alle, die mir sagen, ihr gebt Blends höchstens zum Mixen oder so, ihr habt keine Ahnung. Ihr solltet euch wirklich mal mit Blends beschäftigen. Ist mein Hot Take. Blended Whiskys können großartig sein. Blended Malt Whiskys, normale Blended Whiskys. Traut euch, probiert es mal, definitiv in einigen Belangen sicher ebenbürtig dem schottischen Whisky und bei den Preisen heutzutage vielleicht manchmal sogar die bessere Wahl als klassischer Single Malt. Vierter Hot Take ist etwas, was wahrscheinlich doch wirklich heiß diskutiert werden kann. Und zwar, Alter spielt keine Rolle, wenn es um Qualität geht. Punkt. Ich glaube, wir wurden lange von der Industrie dazu erzogen, auf die Altersangabe zu achten. Ja, brainwashed quasi, weil man uns ältere Whiskys teurer verkaufen konnte. Natürlich
gibt es ein Angel Share, natürlich gibt es eine Lagerzeit, natürlich gibt es ein Warten auf den Gewinn aus einem Investment und deswegen muss älterer Whisky teurer sein. Ja, aber wir wurden auch dahin erzogen. Und geschmacklich sind, glaube ich, sehr, sehr alte Whiskys nicht unbedingt überragend. Ja, die können auch überlagert sein. Und andersrum gibt es viele Brennereien, die beweisen, dass es richtig tolle Tropfen geben kann, die jung sind. Ja, schottische Brennereien, die jungen Brennereien, Rahsay, Lindors und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden, was ich damit meine. Ich sage, Alter spielt keine Rolle. Was hilft mir eine 18, eine 21, eine 25 auf der Flasche, wenn es mir nicht schmeckt? Ja, dann soll lieber kein Alter draufstehen bei einem Whisky, der mir schmeckt. Das ist mir tausendmal lieber als ein Whisky mit Altersangabe, der mir nicht gefällt. Was bringt mir das Alter? Alter spielt keine Rolle bei der Qualität. Abschließender fünfter Hot Take, nicht ganz so heftig wie vielleicht das Alter. Europa ist nicht so wichtig, wie wir uns machen oder wie wir glauben. Natürlich, Europa ist ein großer Markt und ich glaube, Europa ist vor allen Dingen bei der Ausstrahlung und beim Trendsetting, wenn man das so sagen will, noch wirklich wichtig. Aber sich hinzustellen und zu sagen, wir sind die, nachdem sich der Markt richten soll, nachdem sich die Produzenten richten sollen, das ist Quatsch. Ja? Das Geld wird auch in Indien, in China, in was weiß ich was, Südafrika verdient, in Südamerika, in den USA. Und natürlich bringt Brown-Forman über Glendronach jetzt Single-Casks raus, die nur in die USA gehen. Das ist nicht cool. Ich hätte die auch gerne hier für den Markt. Aber man darf sich nicht zu wichtig machen. Man darf nicht immer von seiner kleinen Weltsicht ausgehen, wo man nun mal der kleine Mittelpunkt ist. Europa ist nicht so wichtig und ich glaube, wir werden weiter an Relevanz verlieren in den nächsten Jahren. Und damit müssen wir uns im Whisky nun mal leider abfinden. Am Ende gibt es noch einen sechsten, einen kleinen Bonus-Hot-Take und nachdem die anderen mehr so gemeckert waren oder Werbung vielleicht für Produkte, die sonst runtergemacht werden, möchte ich mit einem kleinen persönlichen Hot Take, der aber trotzdem diskutabel ist, enden. Und zwar, Whisky ist die vielfältigste und dadurch für mich schönste Spirituose, die es auf diesem Planeten gibt. Durch die Reifung, durch die Fasssorten, durch die Vorbelegungen, durch die Hefen, durch Fermentation, durch Destillationsanlagen, was auch immer, finde ich, Whisky ist in einem natürlichen Produkt so vielfältig, wie keine andere Spirituose es für mich in meiner kleinen Welt ist. Und das, finde ich, ist doch ein schöner Abschluss. Schreibt unten in die Kommentare, bei welchem der fünf Punkte könnt ihr mitgehen oder was ist eure Meinung, die vielleicht nicht jeder teilt oder die ihr diskutieren wollt. Ich spreche gerne mit euch in den Kommentaren. Schreibt es unten rein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, Daumen hoch und so weiter. Ihr kennt das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da gibt es auch wieder eine Whisky-Besprechung. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.